official pet ride for your family? But first, our top story. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI Military Intelligence Agency to be investigated. Unbelievable! After all that! For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? All the children can work now. The rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they learn a trade. Perhaps some discipline, eh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kid. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi! Sunny! Where have you been? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? Same age as me, but all this spaceship? You're a genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Alert! Alert! Rescinded. It's about a crazy world, nah? For me, see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. Stimmt. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. Mm-hmm. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Oh, yeah. Ja, das war Metal Gear Solid Rising Revenge.
Also, als ich das Spiel angefangen habe, naja, es ist ja jetzt kein typisches Metal Gear. Also, das kann man sagen, das ist kein Stealth-Shooter, es ist einfach nur Action drum geballert und so weiter. Es ist ja auch klar, das ist nicht von Kojima Productions, die üblichen Spiele machen, sondern das ist von Platinum Games. Oder Platinum Games hat da zumindest sehr stark ausgeholfen und Platinum Games haben auch, ich meine, die hätten auch Bayonetta gemacht. 1 und 2. Wovon ich vielleicht jetzt nur das zweite kenne. Und ich weiß nicht, was die sonst noch gemacht haben. Ich kenne nicht viel von denen. Also ich hatte noch nie ein Faible für Prügelspiele oder sowas, deshalb kenne ich da nichts von. Ich habe ja jetzt auch von meinen 20 Spielen nichts von Platinum Games dastehen. Deshalb, ja, es ist auf jeden Fall ziemlich verrückt gewesen, ja. Und ich fand es allerdings auch nicht schlecht. So kann man das auch nicht sagen. Es ist jetzt Premium Agency. Es ist jetzt auf jeden Fall was anderes gewesen. Und es hatte auch wieder Fansupport und sowas. Es war schon schön, dass es immer wieder so kleinere Anspielungen gab. Naja, Sunny hatte ich etwas anders in Erinnerung. Aber es war jetzt 4 Jahre. Ja, passt gut. Naja, es war eigentlich ein schönes Intermezzo für die normale Metal Gear Reihe. Das muss ich schon sagen, aber es hatte halt so seine Schwächen, so die Kameraführung, habe ich gerade auch beim letzten Bosskampf gemerkt, die war nicht so die optimale. Naja. Aber es ist besser als im zweiten Assassin's Creed, wo man dann hin und wieder mal in der Wand war oder hinter einer Wand oder sowas. Ja. Man hat gemerkt, dass es auch schon wieder für die PlayStation 3 entwickelt war und man hat halt so Unschärfe-Effekte und so weiter. Das ist eigentlich schon so ein schreckliches Ding. Die haben Unschärfe-Effekte und zwar legen sie einfach so eine Maske außerhalb der Person, die gerendert wird. Und dann sieht man halt, wenn diese transparente Texturen benutzen oder sowas, dass es halt hinter den transparenten Texturen das Ganze scharf ist. Und überall anders unscharf. Das hat mich schon bei Metal Gear Solid 4 aufgeregt. Das ist schrecklich. Aber es geht auch leider, man kann es leider auch nicht in 4K spielen. Das habe ich schon ausprobiert. Es wäre nochmal ein bisschen geiler gewesen, glaube ich, aber. Und ich fand halt die geänderten Zwischensequenzen etwas. An der Ausführung vorbei. Es ist immer so schade, wenn Ryan plötzlich seinen Anzug wechselt oder sein Messer, seine Klinge oder sowas. Und immer wenn man eine Render-Sequenz gesehen hat, dann wusste man, man muss kein Quicktime-Event machen oder sowas. Ja? Aber ich muss sagen, es könnte auch gut gewesen sein, dass man halt hier dass man hier dieses Action-Spiel genommen hat für Raiden. Denn Raiden ist ja auch eigentlich hier die Action-Person im Metal Gear-Universum. Zumindest nach diesem Cyborg-Ding da. Und das passte dann schon. Muss man sagen.
Naja. Was ich am 4. eigentlich noch worauf ich noch aufmerksam gemacht wurde, ist der Soldat, der Meryl heiratet, der immer diese Magenbeschwerden hat. Das ist der gleiche, der Meryl in Metal Gear Solid 1 bewacht hat und Snake in Metal Gear Solid 1 bewacht hat, als dieser auf Klo musste. Also das ist der gleiche mit dieser Verdauung, der sozusagen ein Genomsoldat ist. Müsste eigentlich sein. Und dann sozusagen auf Klo musste und wir dann entfliehen konnten. Und genau das, der heiratet halt am Ende Meryl. Ich frag mich, wer sich das ausgedacht hat. Egal. Zurück zu Rising Revenge. Ja. Am Ende erst habe ich die Steuerung herausgefunden, aber egal. Geht ja echt ganz gut. Und der Endkampf, den sollte man vielleicht auch mal, also ich habe jetzt diese letzte Viertelstunde hier, habe ich mir vorher durchgelesen, wie man diesen Endkampf macht. Sonst hätte ich das nie in dem ersten Zug geschafft. How's business? Oh, good, good. Air Doctor's Research and Staffing Service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, huh? Not to mention killing their funding. Literally. The blade-taking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. Oh. So, your mind is made? You will not come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will we do? Ich dachte schon, ich könnte noch eine Runde spielen. Aber nein. Ob es davon eine Fortsetzung geben sollte? Keine Ahnung. Will ich eigentlich nicht. Aber naja. Check. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ja genau, ich habe auf einfach gespielt. Ich war noobig. Trotzdem überall C bekommen. Muss auch mal sein. So, damit würde ich sagen, was das für dieses Spiel nach rund 5 Stunden. Und man sieht diesen wunderschönen gepixelten Mundschutz von Raiden. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!